Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Ich farme die lodernden Kommandanten, die Riesen in Modul 29 im Mount Hotenor. Es gibt hier ein paar Stellen, wo die so spawnen. Ich zeig sie mal an. Und man startet in der Regel eigentlich unten, aber es natürlich immer welche gibt, die die Reihenfolge anders machen. Aber vom Weg her wäre es das Coolste, hier unten zu starten. Dann hauen wir den einfach mal um. Also auch da nah ran, wenn man die freie Fläche um ihn herum hat, hat er um sich herum eine rote Fläche, dann weg. Immer in diesem Modul allen roten Flächen noch mehr ausweichen, als vorher schon man roten Flächen ausweichen musste. Weil im Zweifel tun die ja alle richtig weh. So, wieder nah ran. Alles drumherum macht Aua. Wenn man das in der Gruppe macht, ob random zusammengestellt oder mit Freunden, Bekannten, Gilde, Allianz, was auch immer, das geht dann einigermaßen fix. Und die Währung braucht man ja auch, um sich so ein paar Sachen im Shop kaufen zu können. So, wieder nah ran. Und rumsbums, weg ist es. Da kann auch was liegen. Also wenn, dann liegt da Ausrüstung bis hin zum Artefakt auf dem Boden. Wir gucken uns den zweiten an. Wir müssen dahin. Dann beschleunige ich mal den Weg so ein bisschen. Wenn man sich eine Leuchtefahrt gesetzt hat, ist das auch ganz easy. Im Zweifel aber auch einfach den anderen hinterherreiten. Meistens wissen die, was zu tun ist. Also meistens. Und da steht der nächste. Auch da, selbes Spiel. Die haben alle die gleichen Mechaniken. Einfach umhauen. Jawohl, jawohl, jawohl. Das geht dann auch echt schnell. Und komm schon, noch ein Stück. Warum haut er mich eigentlich immer? Ich bin doch gar nicht, gar keine Agro. Und weg. Jawohl. So, dann auf zum nächsten. Der ist da oben. Beschleunige wieder mal. Das ist jetzt alles nicht so weit. Also es sieht auf den Maps immer so riesig aus, aber weit ist es wirklich nicht. Und hier steht noch so ein bisschen Gesocks drumherum. Macht auch Sinn, das Feuer zu erledigen. Die nerven sonst nur, aber kannst natürlich auch direkt auf ihn drauf. Auch da muss man gar keinen Tank haben. Also ich habe auch teilweise hier Schurkentank gemacht. Das geht auch, wenn man ein bisschen ausweicht, ein bisschen Movement hat. Tun zwar weh, aber die sind sehr langsam. Also da bin ich sogar schneller als alter Sack. Und auch der ist gleich tot, tot. Jawohl. Auch da liegt natürlich wieder nichts. Toll. Mhm. Ja, dann da ist der nächste auf der Brücke. Und dann beschleunige ich wieder. Leuchtefahrt folgen. Und da steht er schon. Kommen auch noch ein paar patrouillierende Gruppen. Die kann man auch vorher erledigen. Und das gleiche Spiel normal. Wieder rum, sind die tot? Keine Ahnung. Egal. Drauf, drauf, drauf. Ja, entweder haben uns ein paar verlassen oder die kommen jetzt erst hinterher, weil geht nicht mehr ganz so schnell runter wie vorher. Wieder ran, ran, ran. Solltet ihr aber also schon richtig hohe Gegenstandsstufe haben, dann tut das auch gar nicht so weh. Diese große Fläche, aber momentan ist das Gebiet ja noch frei für alle und natürlich sind dann auch welche mit sehr niedrigen Gegenstandsstufen hier und die sind dann immer One-Shot. So, das war's. Auch hier liegt natürlich wieder nichts. Auf zum letzten. Da oben.
Nur ein kurzer Weg. Schleunige trotzdem. Und den haben wir jetzt weg. Kleine rote Fläche innerhalb der freien Fläche, innerhalb der großen roten Fläche, das ist immer ein bisschen unangenehm, aber eine Lücke gibt es eigentlich immer. Das Coole ist meistens, also nicht immer, es ist natürlich immer so ein bisschen, was ist alles passiert auf der Map, aber ganz oft ist dann auch die große Heldenhafte, wenn man hier angekommen ist und den letzten Riesen macht. Und meistens zieht dann die ganze Gruppe einfach weiter zur großen Heldenhaften, weil wenn man schon so viele Leute zusammen hat, kann man auch eine große Heldenhafte mal eben erledigen. Und deswegen gucke ich einfach mal, da vorne ist sie, ja tatsächlich, und sie ist auch schon am Laufen. Da ist schon angearbeitet und einfach nur hier runter und siehe da, die Masse folgt. Sehr gut. Au, das war einfach dumm. In der Lava stehen, ich sag ja, roten Flächen ausweichen, nie stehen bleiben. Das war mein Fehler. Und wer mich kennt, weiß, ich klinge nicht um Hilfe und sage, Hilfe, Hilfe, helf mir auf, ich bin zu geizig, eine Schriftrolle zu verschwenden. Ah, das ist so billig, so teuer, so billig, so teuer. Ich bin billig, die Schriftrolle ist teuer. Nein, das meine ich. Ich heb mich selber auf. Und im Zweifel bin ich ja auch für mein Leben selber verantwortlich. Wenn ich dumm genug bin zu sterben, dann kann ich auch schlau genug sein, mich selber wieder aufzuheben und nicht mich auf andere verlassen und betteln, dass die mich aufheben. Nee, 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 ich kümmere mich um mich selber. Das ist schon ganz geil. Und ganz ehrlich, so teuer sind die Schriftrollen nicht. Und in jedem Rollenspiel, das ich so gespielt habe, ist eines der ersten Sachen, die ich mir immer gekauft habe, irgendwas, um mein Leben wiederherzustellen oder, falls ich mich wiederbeleben kann, mich wieder zu beleben. Und das mache ich natürlich hier genauso. Jetzt können wir die Minenschächte hier freiräumen, nachdem wir genug Gegner umgehauen haben. Also, ja, räumen sie frei, indem wir da Sprengstoff runterwerfen. Auch nett eigentlich. So, und dann müssen wir nur noch das Haustier hier umbringen. Ding, 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 ding. Und komm, 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 komm. Und zack, weg ist er. So. Das war's auch schon. Mein Farming in Modul 29 für die lodernden Kommandanten, die Riesen. Eigentlich alles ganz easy. Macht ihr bestimmt auch schon fleißig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis denn. Tschüss.